herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein letztes Video ging um das Thema Borderline und Selbstverletzung und bei diesem Video habe ich so viel Zuspruch von euch bekommen und auch so viel Interesse von eurer Seite wie fast bei keinem Video bzw. nicht so schnell. Und daraufhin habe ich mir gedacht, werde ich dieses Thema öfter jetzt machen. Gerade Borderline ist halt ein Thema, was noch nicht so oft besprochen wurde oder viele Vorurteile in sich birgt, würde ich mal behaupten. Und ich wage mich an dieses schwierige Thema heran und sage jetzt schon mal im Voraus, bitte, bitte seid nicht so streng mit mir. Da Borderline so vielfältig und komplex ist, kann es immer sein, dass ich Dinge sage, die vielleicht auf mich zutreffen, aber nicht auf euch, obwohl ihr auch Borderline habt. Und ich versuche es aber so gut wie möglich immer vorher zu sagen, ob das jetzt mein Empfinden ist oder ob das vielleicht größtenteils bei Borderline ist. Aber ihr könnt schon mal davon ausgehen, dass ich ja viel erzähle, was von meinem Empfinden ausgeht, weil das ist natürlich einfacher für mich, einfach zu erzählen, was ich fühle und denke und ja. Dann würde ich sagen, starten wir mal und zwar erstmal mit diesem Borderline-Depression. Das sind ja zwei Begriffe, mit den beiden Begriffen arbeite ich auch sehr viel, auch auf meinen Seiten und meiner Homepage und allem. Und viele Leute sagen, Depressionen gehören automatisch zu Borderline dazu. Das mag sein, allerdings sind Depression und Borderline auch immer noch zwei verschiedene Dinge. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung und Depressionen sind ein Zustand, möchte ich fast sagen. Ein Zustand in gewissen Phasen, der ziemlich lange andauern kann und auch kein schöner Zustand ist, der oft aber dann wieder ein Ende findet. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung und Persönlichkeitsstörung bedeutet, dass es irgendwie ein Stück weit auch den Charakter angreift. Weil mein Charakter ist ja irgendwie meine Persönlichkeit und dadurch gewisse Verhaltenszüge an den Tag legt, die man nicht immer so selber auch gut findet, aber nicht so krass steuern kann irgendwie. Die passieren einfach. Darauf werde ich aber noch weiter eingehen. Und jetzt erstmal zum Thema Depression würde ich gerne so die Grunddinge mal erzählen, was eine Depression beinhaltet. Das weiß ich ganz gut daher, weil ich muss fast immer schmunzeln, wenn ich zu meiner Therapeutin sage und gehe und zu ihr sage, ja, ich habe das Gefühl, bei mir sind jetzt die Depressionen wieder im Vordergrund statt dem Borderline, fragt sie mich immer, woran erkennen Sie das denn? Und dann fange ich an zu überlegen, aber dann gibt es ganz viele Sachen, woran ich das erkenne. Zum Beispiel, dass ich Schwierigkeiten habe, aus dem Haus zu gehen, dass ich Schwierigkeiten habe, morgens aufzustehen, dass das Duschen sehr anstrengend ist, dass ich nach dem Duschen so klitschnass bin von der Anstrengung, dass ich gleich wieder duschen gehen könnte. Dass mir das völlig reicht, dann den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen und davon bin ich dann schon so kaputt, dass ich abends eigentlich auch wieder schlafen kann davon. Gleichzeitig ist es aber auch, dass ich sehr unruhig und wenig schlafe, viel Schlafstörungen habe oder gar nicht schlafen kann. Und es ist so ein Gefühl von Traurigkeit ist ein scheiß Wort. Das ist keine Traurigkeit. Das ist, als wenn einem ein Stück fehlt. Als wenn einem irgendwas ein ganzes Stück von einem weggenommen wurde und man irgendwie immer Angst hat, dass das nicht wiederkommt und man ist einfach leer. Und in dem Moment ist es auch so, dass mir alles gleich scheißegal ist quasi. Also alles fühlt sich gleich doof an. Es ist nichts, dass ich sagen kann, das ist jetzt schön und das ist doof. Es fühlt sich irgendwie alles gleich doof an. Es ist so eine Konstante und man hat dann bei nichts mehr Freude und das hört sich immer so leicht an, so ja, man hat keine Freude mehr an den Sachen und ist ein bisschen deprimiert. Aber das zu spüren, dass man nichts mehr empfinden kann, also keine Freude empfinden kann, das ist so schlimm, finde ich, weil das so wehtut im Inneren, wenn man sich daran festklammert an Dingen, die einem sonst Spaß machen und versucht, sich irgendwie wieder hochzupäppeln, wenn man so weit unten ist durch die Depression. Und man dann merkt, egal was ich mache, da kommt nichts an bei mir. Außer, dass ich den ganzen Tag traurig bin und alles irgendwie blöd ist und mich belastet und alles zu viel ist. Dass ich wieder so reizbar bin und dass ich schnell weine und mich manche Dinge so schnell überfordern, die sonst völlig normal sind. Und da reicht manchmal schon ein falscher Blick und man fängt an zu weinen und der Gegenüber denkt, hey, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Oder ja, und man denkt dann auch immer, man ist eine Last und das ist definitiv ein Zustand, der nicht schön ist und ein Zustand, der ganz tief geht und den niemals jemand nachempfinden kann, wenn man das nicht selber einmal hatte.
Da bin ich mir zu 1000%ig sicher. Wenn man diese Gefühle nicht schon mal hatte, dann weiß man auch nicht, wie sich das anfühlt. Man kann sich das vielleicht versuchen vorzustellen, aber nachempfinden kann man das auf jeden Fall nicht, wenn man das noch nicht hatte. Soweit zum Thema Depression. Jetzt werden wir aber switchen zum Thema Borderline, was eigentlich auch das Hauptthema ist. Also Borderline ist, wie gesagt, eine Persönlichkeitsstörung. Man nennt es auch oft emotional instabile Störung bzw. Persönlichkeitsstörung, was das eigentlich schon ganz gut beschreibt, finde ich. Ganz, ganz krasse Merkmale davon sind unkontrollierte Wutausbrüche, allgemein unkontrollierte Impulse. Große Verlustängste ist ein ganz, ganz großes Thema. Diese ständige Wut, die man in sich hat einfach, das ist so eine Grundwut, die kann man auch nicht beschreiben. Einen inneren Druck, den man die ganze Zeit spürt, gleichzeitig so eine innere Leere und auch so ein Stück Langeweile. Also man ist schnell unterfordert und Dinge, die man häufig macht, werden schnell langweilig. Und man, also bei mir ist das so, ich brauche immer neue Herausforderungen. Mir wird so langweilig, wenn ich den ganzen Tag immer das Gleiche mache. Und ich habe auch an mich selbst die Erwartung, irgendwie was Tolles, Neues manchmal zu machen. Und dadurch entsteht so eine innere Langeweile irgendwie, ganz, ganz schnell, die für mich dann auch immer ganz schwer auszuhalten ist. Was noch dazu gehört, ist natürlich das Thema Selbstverletzung. Da werde ich jetzt nicht mehr ganz so doll drauf eingehen, weil mein letztes Video handelte ja davon. Wenn ihr das sehen möchtet, dann werde ich es hier oben verlinken. Wenn das nicht funktionieren sollte und da jetzt hier oben nichts auftaucht, dann guckt unten in der Videobeschreibung. Da werde ich es auf jeden Fall verlinken. Fangen wir mal an bei der Wut. Diese innere Wut, die ich bei mir auf jeden Fall immer spüre, ist so eine Grundwut. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich mit mir selber so im Reinen bin, dass ich keine Bauchschmerzen habe oder dass nicht irgendwie Kopfschmerzen oder irgendwas, irgendein Wehwehchen bei mir ist. Und ich gewöhne mich aber daran. Also für mich ist das normal, Bauchschmerzen zu haben. Für mich ist das normal, Kopfschmerzen zu haben. Für mich ist das normal, mal keinen Hunger zu haben. Für mich ist das normal, dass mir übel ist. Das sind alles Dinge, die normal sind für mich, weil ich das nicht anders kenne. Das ist ein Grunddauerzustand. Und dieser Grunddauerzustand ist ungefähr so, wenn euch jemand wütend macht, mit was auch immer. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eure beste Freundin bei euch habt und die haut euch mal so richtig in die Pfanne oder lacht euch aus oder sowas in der Richtung, dann seid ihr ja auch wütend, traurig und enttäuscht und würdet am liebsten dann den Raum verlassen wollen und mal kurz laut schreien und alles mal rauslassen und sagen, wie blöd die Welt ist. Und ungefähr diese Wut habe ich 24/7 in mir. Es ist ein unglaublicher Energieverlust, den ich dadurch schon mal habe am Tag, weil das einfach die Hölle ist und das quält mich total, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne das nicht anders. Ich könnte, glaube ich, gar nicht damit leben, wenn ich nicht dauerhaft wütend, also diese Wut in meinem Bauch spüre, weil da würde irgendwie was fehlen. Dann würde ich denken, hä, was ist, also das ist ja komisch, irgendwie ist alles gut und... Ja, also ich kenne es nicht, wie es ist, wenn man innere Ruhe und inneren Frieden spürt. Das habe ich eigentlich fast nie. Habe ich bestimmt schon mal irgendwann gehabt, aber ich kann mich nur vage daran erinnern. Zu dieser Wut kommt ein Grundgefühl hinzu, was wir auch haben. Ich sage jetzt mal, wir Borderliner. Beziehungsweise, bevor ich jetzt weitermache, wenn ich jetzt gerade sage, wir Borderliner, das ist ein super Ansatz, um eine Sache nochmal klarzustellen, die ich jetzt so für mich akzeptiert habe. Und zwar... Ich sage zwar oft, ich bin Borderliner, aber damit meine ich nicht, dass ich komplett, wie ich hier sitze, ein Borderliner bin, sondern meine Therapeutin hat mir das sehr ans Herz gelegt. Es gibt Teile von mir. Mein Gesamtbild besteht aus Teilen. Und ein Teil ist die Depression, ein Teil ist das Borderline und ein Teil ist Charisse. Charisse, so wie ich bin, als Person, als Mensch, als ja, Individuum, sage ich jetzt mal. Und der Borderline-Teil, der war mal ganz, 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 ganz groß und ich versuche, den immer wieder so ein bisschen kleiner zu machen und den Charisse-Teil größer zu machen, weil der viel schöner und toller ist als der Borderline-Teil, finde ich zumindest. Und das ist so eine Sache, die man vielleicht verinnerlichen sollte. Da ist was in mir, das ist ein Teil von mir, aber ein Teil von mir heißt nicht, dass ich das komplett bin. Mich macht das nicht aus. Mich macht so viel anderes aus, aber nicht der Borderline-Teil. Der gehört zu mir, aber der macht mich nicht aus.
Vielleicht hilft euch das auch, wenn ihr ein bisschen so ein Denken entwickelt euren Erkrankungen gegenüber. Jetzt aber weiter im Text. So, das war nur ein kurzer Zwischenbreak. Verlustängste. Das ist ein, glaube ich, unfassbar großes Thema, was jeder Borderliner kennt. Und ich habe mich damit jetzt auch schon viel beschäftigt, um zu verstehen, woher das kommt und ob ich da vielleicht einfach nur ein bisschen sehr extrem bin oder nee oder sowas. Nein, bin ich nicht. Ich habe erst heute wieder einen Text gelesen, wo genau das drin steht, dass das völlig normal ist. Also völlig normal für Borderliner, weil die können das nicht anders. Und zwar ist das so, dass es oft schon im Säuglingsalter entsteht. Das ist, wenn wir als Baby schreien, oft schreien und die Mama dann vielleicht ab und zu mal nicht kommt zu uns, um uns zu trösten oder aus dem Bett zu holen oder, entwickelt man als Säugling das Gefühl, ich schreie, es kommt keine Hilfe, ich werde allein gelassen, ich muss sterben. Also diese Grundangst, dass man für immer alleine ist und niemals jemand kommt, weil man sich in dem Moment einfach verlassen fühlt. Das ist ja auch im Erwachsenenalter so, wenn man zum Beispiel weint, dann keiner reagiert oder man sich wehgetan hat und einfach ignoriert wird. In dem Moment, dann denkt man ja auch, oh Gott, ich bin irgendwie alleine, keiner ist da. Und dieses Denken verfestigt sich so stark im Kopf, dass das im Gehirn einfach so, ja, stehen bleibt, sage ich jetzt mal. Weil, das habe ich heute erst gelesen, das fand ich total interessant, ein Kind ist nicht fähig, die Zeitversetzung zu verstehen. Das heißt, wenn jetzt meine Mama nicht da ist, kann ich als Kind nicht verstehen, dass sie vielleicht in 5 Minuten da sein kann, dass man einfach nur mal warten muss. Dieses Warten, das kennt man noch nicht, wenn man noch ziemlich klein ist, weil das hat ja einem noch gar keiner beigebracht. Und dadurch entsteht diese Grundangst, dass das für immer so bleiben wird, weil sich niemals etwas verändern wird. Und wenn man Borderline hat, dann hat man ganz oft Vergangenheitsdinge im Kopf und die schießen immer wieder hoch. Das ist quasi das, was Borderline am Leben hält, diese Energiequellen laufen lässt, unsere Erinnerungen, unsere negativen Erinnerungen. Denn die sind der Akku dafür, dass das Borderline am Laufen gehalten wird. Und die sind aber aus der Kindheit meistens entstanden. Und wir verfallen immer in dieses Denkmuster des Kindes in dem Moment. Ich bin nicht erwachsen, wenn ich Borderline habe. Wenn ich in so einem Borderline-Schub bin, bin ich wieder Kind. Und dann verstehe ich wieder nicht, warum mir jetzt gerade keiner hilft und warum jetzt gerade keiner da ist und ich werde für immer alleine bleiben und jeder, der von mir geht, wird für immer gehen. Und jedes Mal, wenn sich jemand von mir verabschiedet oder geht, muss ich mir bewusst machen, okay, es ist ein Mensch, der mag mich und der wird nicht für immer gehen, der wird wiederkommen und er wird mich auch nicht hassen oder, aber das muss ich mir wirklich ungelogen jeden verschissenen Tag selbst erzählen, dass diese Menschen nicht von heute auf morgen mich stehen lassen. Das Problem ist natürlich, wenn man dann Menschen kennenlernt, die genau das im Laufe des Lebens wieder mit einem machen, nämlich sich erst einschleichen in dein Leben, dir vorspielen, dich gern zu haben, um irgendwas von dir zu bekommen, was sie vielleicht für sich nutzen können und dich dann von heute auf morgen wieder stehen lassen, was mir leider auch schon wieder passiert ist mehrfach, reißt es diese Wunde immer wieder auf und die Angst wird nicht weniger, sondern es wird genau das gefüttert, was eigentlich nicht gefüttert werden sollte. Sondern eigentlich sollten wir Menschen kennenlernen, ich bete an das Schicksal, dass das häufiger passiert bei Borderlinern, Menschen, die bleiben, Menschen, die uns verstehen und Menschen, die uns auch verstehen wollen und Menschen, die uns zeigen, du bist nicht alleine. Auch wenn ich nicht bei dir bin, bin ich trotzdem da. Und diese Konstellation, ich glaube, ich habe schon so viele Diskussionen mit sämtlichen, hauptsächlich in meinen Beziehungen immer geführt, dass ich sowas wie so eine kleine Nachricht zwischendurch einfach brauche, gerade in meiner Beziehung. Eine kleine SMS mit ich denke an dich, eine kleine SMS mit hey, bei mir ist alles gut oder so ein kleines Erinnerungsläutern quasi, weil meine Gedanken immer wieder durchgeschossen werden von den Erinnerungen. Hey, du bist alleine, es ist gerade keiner da, es ist nichts Greifbares. Sobald das, was uns quasi am Leben hält, jeder Borderliner sucht sich nämlich etwas, was ihn am Leben hält, sei es jemanden, den man liebt oder ein Tier oder ein Gegenstand, irgendwas, woran wir uns aufhängen können, weil wir das Gefühl haben, alleine nicht genug zu sein, um existieren zu können. Wenn das fehlt und nicht da ist, ich nehme jetzt mal als Beispiel den Partner, dann haben wir das Gefühl, der ist für immer weg. Also ich hatte das ganz oft, dass wenn mein Partner morgens aus dem Haus geht, beziehungsweise es wäre gelogen, wenn ich sage, ich hatte das, ich habe es immer noch. Wenn mein Freund morgens aus dem Haus geht, zur Arbeit, habe ich das Gefühl, das Grundgefühl, ohne dass ich das möchte,
der geht jetzt, der wird bestimmt nie wiederkommen. Im Laufe des Tages wird er mir schreiben, dass er keine Lust mehr auf mich hat, dass er mich hasst, dass er froh ist, mich loszuwerden und dass ich mich verpissen soll. Ohne, dass irgendwas passiert ist. Und ich denke mir dann auch immer, warum habe ich diese krassen Gedanken und wie kann ich das erklären, jemanden, der sagt, hä, es ist doch gar nichts passiert, was geht in deinem Kopf vor? Und genau das ist diese Grundangst, die immer und immer wieder hochkommt. Weswegen wir einerseits sehr, sehr anhänglich sind und Leute, die wir gern haben, nicht gehen lassen wollen, aber paradoxerweise, wenn wir kommen, auch ganz, ganz doll Angst haben, die auf uns zuzulassen, weil wir eben solche Angst haben, wieder verlassen zu werden. Es ist so krass, weil wenn mich jemand gern hat, dann denke ich, ja, okay, ich gebe mir jetzt Mühe und lasse den an mich ran, aber sobald er mich einmal in irgendeiner Hinsicht verletzt, vielleicht nicht mal mit Absicht, aber mir irgendwie wehtut, dass ich denke, was soll das jetzt? Dann bin ich wieder wie so ein Igel, der sich zusammenkugelt und dann mich davon abwende und dann wieder dicht mache und sag und den total abwerte, diesen Menschen. Dabei hat er nichts verbrochen, sondern hat einfach nur was gemacht, was mir vielleicht nicht gefallen hat, aber das ist alles so extrem, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst empfindet. Das kann man sich nicht vorstellen. Und diese ganzen Dinge lösen auch so einen gewissen Druck dann immer aus. Und auch ein gewisses Selbstbild, was man sehr, sehr abwertet. Also, dass ich ganz oft denke, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder mein Partner hat eine bessere verdient, was will der eigentlich mit mir und ich bin sowieso nur scheiße und ich bin dick und hässlich und also lauter solche Gedanken schießen dann durch den Kopf und man wertet sich selbst total ab und wenn man dann von dem Partner auch noch irgendwie so dieses, ja, die Rückmeldung kriegt, hey, ganz ehrlich, das, was bei dir gerade abgeht, ist nicht normal und komm mal erstmal wieder klar, dann kann ich wieder mit dir normal reden und du selber nicht weißt, wie soll ich aus diesem Strudel rauskommen vor lauter Angst und aus diesem Strudel alter Erinnerungen, in dem man sich gar nicht mehr rumtreiben will, wirklich schwierig. Was für mich immer noch hinzukommt, ist dann so ein innerlicher Druck. Es geht in Richtung Selbstverletzung, aber man verletzt sich nicht immer selber, sondern es sind auch ganz oft eher bei Borderlinern Süchte. Süchte müssen nicht unbedingt Drogen oder Alkohol sein, sondern es kann auch sein, süchtig nach Sport zu sein, süchtig nach, weiß ich nicht, irgendeiner Sucht nachzugehen. Weil eine Sucht gibt uns immer das Gefühl, ja, dass das, was uns irgendwie fehlt, dann da ist. Süchte bedeutet, dass wir etwas hervorrufen, was wir jederzeit haben können. Wir kontrollieren das. Also das ist auch ganz, ganz wichtig für Borderline, Kontrolle zu haben. Ich mag das nicht, wenn Menschen über mein Leben kontrollieren, weil meine Krankheiten kontrollieren schon sehr, sehr viel von mir und meinem Leben und meinem Charakter und mir überhaupt. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich mal Dinge habe, die ich kontrollieren kann. Was eben die Süchte dann sind oder die Selbstverletzung. Das sind die einzigen Dinge, die wir noch kontrollieren können. Wir können kontrollieren, wie wir uns verletzen. Wir können kontrollieren, dass wir Schmerzen haben. Wir können kontrolliert die Schmerzen so setzen, wie wir sie haben wollen, um von den Schmerzen, die wir nicht kontrollieren können, abzulenken. Das klingt vielleicht ein wenig verrückt, ist es mit Sicherheit auch, aber es ist leider so. Das waren jetzt ganz, ganz viele Informationen zu diesem Thema und ich hoffe auch, ich habe euch nicht irgendwie überrollt. Ich habe jetzt versucht, die groben Dinge alle ein bisschen anzuschneiden und nicht überall komplett in die Tiefe zu gehen, weil das würde den Rahmen eines Videos komplett sprengen. Aber ich habe euch jetzt so ein paar Anregungen gegeben und mich würde das total freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren dann dazu schreibt, welches Thema ihr vielleicht noch ein bisschen tiefgründiger von mir hören möchtet, worüber ich noch ein bisschen mehr erzählen soll. Und ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall, dass ihr euch das Video angesehen habt, weil ich weiß, dass das schwierige Themen sind und auch nicht jeder Bock hat, immer sich das anzuhören über Dinge, wo nicht so schöne Sachen passieren. Die meisten YouTuber machen viele Quatschvideos, wo sie rumalbern oder lustige Dinge machen, damit man sein Publikum unterhält. Bei mir ist es halt irgendwie eher so, ich versuche das immer so ein bisschen auf eine lockere Art und Weise rüberzubringen, damit dieses Thema nicht diese ganze Schwere, die es eigentlich beinhaltet, hat. Und ich hoffe, dass mir das ein wenig gelingt, damit die Videos nicht ganz so schwer und träge sind. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, mehr dafür bitte einen Daumen nach oben, weil damit sehe ich dann, wem das gefallen hat und wem nicht. Und wenn ihr Lust habt, kein Video mehr zu verpassen, das bedeutet, immer eine kleine Erinnerung auf eurem Handy bekommt, sobald ein neues Video online ist, abonniert meinen Channel. Und ansonsten könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen auf Facebook und Instagram, da bin ich auch. Ich heiße überall Charisse Lifestyle, da findet ihr mich eigentlich unter allen Dingen. Ihr könnt es auch einfach googeln, Charisse Lifestyle, da findet ihr dann auch ganz vieles über mich.
Und ich bin ganz, ganz, ganz doll gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich dann bald ein neues Video hoffentlich für euch machen zu können zum Thema Borderline mit den Dingen, die ihr gerne nochmal von mir hören möchtet dazu. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!